Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. So steht es in 2. Korinther 5, Vers 17. Ja. Vergiss das, was vorher war, und streck dich aus nach vorne, nach dem Neuen, was Gott für dich hat. Hoffnung um 12. Heute wieder eine Ermutigung von uns. Unsere wahre Sehnsucht. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Unsere wahre Sehnsucht. Wo haben wir Sehnsucht? Wir haben Sehnsucht, die Erfüllung zu finden im Job, in der Familie, vielleicht mit Geld. Und wir scheitern so oft, wenn wir dort die Sehnsucht, praktisch die Erfüllung suchen. Und wir sollen eigentlich die Sehnsucht suchen bei Gott, weil sonst scheitern wir. Suche nicht das Richtige am falschen Ort. Und das machen wir so oft. Wir suchen es dort, wo wir es am schnellsten meinen zu bekommen. Suche nicht das Richtige am falschen Ort. Und Gott hindert uns nicht daran, was falsch zu machen. Er überlässt es uns. Und wir sehen es bei Adam und Eva. Gott kam nicht zwischen Reihen und hat da auf einmal gesagt, das darfst du nicht. Jeder wusste von den beiden, was richtig und falsch ist. Und sie haben es doch getan. Und so ist es auch mit uns. Wir dürfen falsche Sachen machen. Gott kommt nicht dazwischen. Wir haben mit den Folgen zu leben, selbstverständlich. Aber Gott vergibt uns auch. Und Sehnsucht sollten wir haben nach dem Richtigen. Wenn wir Sehnsucht nach Gott haben, dann passt es auch für den Job. Es passt für die Familie, es passt für das Geld und so weiter. Und wir müssen wirklich freiwillig zur richtigen Quelle kommen. Und diese Quelle heißt Jesus. Und diese Sehnsucht brauchen wir nach dieser Quelle. Herr, danke, dass du die Quelle des Lebens bist. Und Herr, vergib, wenn wir so vieles manchmal ausprobieren, das nicht richtig ist und Falsches tun, bewusst oder unbewusst. Vergib uns und lehre uns, dass die Sehnsucht nach dir die Erfüllung bringt für unser Leben, für Familie, für alles, was wir sind und tun. Danke. Amen. Amen. Gott erhört Gebet, und per WhatsApp schrieb uns eine Frau: Bitte betet für einen Mann, der bei uns in der Firma arbeitet. Er hat einen Bandscheibenvorfall, Krücken, und er braucht starke Medikamente wie Morphium, um überhaupt arbeiten zu können. Und Jesus, du siehst diesen Mann, der so starke Schmerzen hat. Und ich danke dir, dass auch dieser Schmerz besiegt ist am Kreuz von Golgatha. Und wir entmachten diesen Schmerz im Namen Jesus durch sein Blut. Danke, Jesus, dass dieser Mann wirklich deine Hilfe erfahren darf, dass er keine Medikamente mehr braucht und dass dieser Rücken wieder vollständig in Ordnung ist, in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und da geht's nochmal um Wirbelsäulenprobleme. Eine Frau bittet da um Gebet. Ich habe starke Halswirbelsäulenschwierigkeiten und Steilstellung der Halswirbelsäule und auch Verengung des Nervenkanals. Jetzt ist auch noch der Atlasnerv eingeklemmt. Bitte betet für mich. Danke. Und bitte betet auch noch für meine ganze Familie, dass sie Jesus annehmen. Danke. Ja, Jesus, du kennst auch diese Frau, die auch Wirbelsäulenprobleme hat in der Halswirbelsäule. Und ich danke dir, dass du auch da eingreifst, dass diese Nerven wieder durchgängig werden, dass keine Verengung mehr da ist. Danke, Jesus, dass du diesen Kanal öffnest und dass diese Schmerzen ein Ende haben. Danke, Jesus, dass du mächtiger bist wie diese Wirbelsäulenprobleme. Und Jesus, danke auch für alle Menschen, die da Nöte haben an der Wirbelsäule, dass du da eingreifst, dass wir auch dir diese Menschen bringen dürfen, die Schmerzen haben mit der Wirbelsäule oder Bandscheibe oder was auch immer. Danke, Jesus, dass du der Eingreifende bist, dass du der Heilende bist und der Wiederherstellende. Danke, Jesus. Und wir bitten dich auch noch für die Familie von dieser Frau. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst, dass sie wirklich dich kennenlernen, dass sie wirklich umkehren. Danke, Jesus, dass du einen Weg hast und dass dein Segen darauf ruht. Danke, Jesus. Amen.
Amen. Ja, und schreib uns dein Anliegen, wenn du Sorgen hast oder Nöte. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau bittet um Gebet wegen ihrer anstehenden OP ihrer Zähne. Hallo ihr Lieben, danke für eure Gebete bezüglich meiner Zähne. Zwischenzeitlich hat zum Glück ein anderer Arzt, ein Kieferchirurg, die Ursache meiner Beschwerden gefunden. Eine chronische Entzündung meines Kieferknochens etc. Ich habe am kommenden Freitag eine OP bei ihm. Ich bitte euch nochmal um Gebet. Heilung, ein Wunder hierfür. Der Operateur wird hierfür meinen Gaumen öffnen und ich bitte, dass seine Hände geführt werden und er anschließend die Metallplatte in meinem Gaumen korrekt einsetzt, damit alles gut und schnell ausheilt. Danke euch herzlich für die Gebetsunterstützung. Ja, das tun wir gerne und Freitag ist heute und das wurde ja so detailliert alles beschrieben. Und wir beten, dass Gott da wirklich mit dabei ist, die Hände von dem Arzt lenkt und den Ärzten, Helfer, Helferinnen und was da alles vor Ort ist. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass du der Herr bist, da jetzt Herr der Mittelpunkt dieser OP bist, dass alles richtig gut läuft. Und Herr, danke, Herr, wieder für komplette Herstellung. Herr, dass das alles richtig gut wird. Und Herr, danke, Herr, dass du jetzt gerade der Gegenwärtige bist. Herr, dass du, wie schon gebeten, mittendrin bist und der Helfer bist. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns auch sein Anliegen. Guten Morgen miteinander, schreibt er. Ich sehe seit gestern schwarze Fäden mit Blitzen vor meinem linken Auge. Ich bitte euch, mit mir vor dem Herrn einzustehen, damit sich das wieder normalisiert. Danke und der Herr segne euch auch. Danke, Herr. Herr, dass nicht nur die Fäden und die Blitze verschwinden, sondern die Ursache. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass du den ganzen Organismus dieses Menschen berührst. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, für die Nerven, Herr, das Herz und was alles mit in Verbindung steht. Ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass Ruhe hineinkommt, dass eine Ordnung hineinkommt wieder in den ganzen Kreislauf. Ich danke dir. Amen. Amen. Menschen bezeugen die Hilfe Gottes und eine Frau schreibt voller Dankbarkeit dieses Zeugnis. Ich konnte endlich durch eure Schriften meine ganze Vergangenheit ans Licht bringen. Ich kann jetzt auch vergeben. Jesus hat uns befreit. Danke Gott für alles. Auch mein Sohn hat eine Freude von Jesus bekommen. Wir haben Frieden mit meiner Familie und mit den Verwandten meines Mannes. Tausend Dank. Ich bin so dankbar. Ja, wie wunderbar, wenn Friede herrscht in Familien. Und eine Frau berichtet von einer Heilung. Vor 2 Jahren wurde an meiner linken Schläfe ein größeres Basaliom diagnostiziert und danach in gewissen Abständen immer wieder operativ entfernt. Ich bat euch, für mich um Heilung zu beten. Heute erhielt ich nach einem weiteren Kontrollschnitt das Ergebnis. Tumorfrei. Welch eine Freude und tiefe Dankbarkeit. Ehre sei unserem Herrn und herzlichen Dank für eure Gebetsunterstützung. Das ist doch wirklich eine Freude. Und eine wunderbare Geschichte einer seelischen Heilung, als wir in Rosenheim waren. Vor einigen Jahren besuchte ich den Gottesdienst vom Missionswerk in Rosenheim. Ich schrieb Jesus meinen seelischen Schmerz auf eine Gebetskarte. Ich komme aus der Landwirtschaft, heiratete aber keinen Landwirt. Wir bekamen 4 Kinder und ich ging in meiner Mutterrolle auf. Als die Kinder größer wurden, spürte ich mehr eine große Wehmut und Schmerz, dass ich keine Bäuerin geworden bin. Ich erkrankte 2013 an Mammakarzinom. Mir wurde bewusst, dass ich lange Jahre dieses Leid mit mir herumgetragen hatte. Nie hatte ich den Mut, das jemandem zu sagen, bis zu diesem Gottesdienst. Ich wusste, Jesus würde sich meiner annehmen. Ich war nur gespannt, was passieren würde. Einige Wochen später stieß ich auf eine Stellenanzeige. Melker, Melkerin gesucht. Ich wusste, das ist meine Chance. Ich bekam die Stelle.
Jesus hat meinen inneren Schmerz und meine Sehnsucht geheilt. Er kümmert sich um alles. Danke, Jesus. Ja, er kümmert sich wirklich um alles, ganz egal, was es für eine Sorge oder Not ist. Ja, das ist so wunderbar. Wenn es auch manchmal etwas dauert, aber Gott hat die Lösung für dich. Hast du sie schon bekommen? Lass sie uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, und heute war ja auch Thema Sehnsucht. Wir haben es gerade von dieser Frau gehört, die als Melkerin wieder so richtig glücklich geworden ist. Das war eine Sehnsucht. Ich sagte ja auch, gehst du mit deiner Sehnsucht wirklich an die richtige Quelle? Man kann klagen und klagen und klagen über die Sehnsucht, das uns erfüllt sich nicht. Ich sagte ja, die Sehnsucht, habe Sehnsucht nach der richtigen Quelle, die Jesus heißt. Schön, dass du mit unserer Sendung hier dabei bist. Und wenn du Sorgen oder Nöte hast, trau dich einfach, uns zu schreiben oder auch anzurufen. Die Infos sind eingeblendet und heute am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und wenn du wirklich Sehnsucht hast, irgendwas zu erleben oder bist ein bisschen depressiv oder das Wetter passt gerade nicht so und es drückt so richtig, möchte ich dir unser neues Mutmacherbuch empfehlen. Es hat viele, viele Seiten, 60 Inputs sind da drin. Tust dir einfach bestellen, du tust dir wirklich einen Gefallen. Es wird dir Tag für Tag Mut machen. Wir wünschen dir Gottes Segen und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Alles Gute, der Herr mit dir. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.